Willkommen zum letzten Teil der Instagram-Reihe Was ist eigentlich Natural Horsemanship? Heute geht es halt um Theorie. Es ist halt im Grunde genommen alles, was natürlich fürs Pferd ist, aber auch Pferdepsychologie mit Fingerspitzengefühl. Nicht dieses einfache nur Konditionieren, als wäre das Lebewesen eine Blackbox, sondern tatsächlich, dass ein Pferd was mitdenkt. Ein Pferd, was sich selbst engagiert, ein Pferd, was Spaß an der Arbeit hat und ein Pferd, was ein gleichwertiger Partner ist. Und da gibt es ganz viele, viele Aspekte und Theorien. Ein paar davon schneide ich euch jetzt hier hinten dran zusammen. Das sind so Geschichten, die mir Parelli-Instruktoren auf Kursen erzählt haben. Es gibt viele, viele mehr Geschichten und Konzepte, aber einfach, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Horsemanship eigentlich funktioniert, wenn ich diese Technik, die ich im zweiten Video euch so erzählt und erklärt habe, erstmal beherrsche. Und ich habe schon ein paar Techniken in meinem Werkzeugkoffer. Hier geht es jetzt tatsächlich um entweder Therapie fürs Pferd oder um Motivationstraining fürs Pferd, so in diese Richtung. Und ich hoffe, ich kann euch so animieren, dass ihr auch Lust habt, dass eure Pferde mehr zu verstehen, besser zu verstehen. Und zu euren Freunden zu machen und nicht zu euren Untergebenen. Klar, wenn es darauf ankommt, muss das Pferd hören, weil es die Zivilisation wie Autos, Eisenbahnen, Autobahnen nicht einschätzen kann. Das nun brauchen auch einen gewissen Gehorsam. Aber so, die Idee ist eigentlich, ich habe 51% und das Pferd hat 49% von der Hierarchie. Das wäre ein Ziel, was ich mir hoffe, damit erreichen zu können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in der Natural Horsemanship Theorie mit lustigen Geschichten. Heute erzähle ich euch von den vier Verantwortungen von Pferd und Mensch. Gleichwertige Verantwortungen sind das, entnommen aus dem Buch Natural Horsemanship von Pat Parelli. Finde ich sehr, sehr sinnvoll, weil es mal einen ganz anderen Blick auf das Pferdetraining gibt und das sehr durchdacht ist, was er so macht. Also das Buch kann ich sehr empfehlen. Der Teilbereich sind eben jetzt die vier Verantwortungen. Am ehesten kennt man als Mensch die Verantwortungen, die das Pferd hat. Und es beginnt damit, wir haben ja diese Raubtier-Fluchttier-Barriere, wo sich Menschen eher geradlinig verhalten zum Beispiel und Pferde eher so in Bögen denken. Und dann brauchen wir eine Zusammenarbeit, die nicht so sehr instinktgesteuert ist. Deswegen ist die erste Verantwortung fürs Pferd, verhalte dich nicht wie ein Fluchttier, sondern wie ein Partner. Für den Menschen analog ist die erste Verantwortung, verhalte dich nicht wie ein Raubtier, sondern wie ein Partner. Das wären zum Beispiel solche Reaktionen, die man so hat. Pferd ist im Hänger drin und dann brüllt jemand, mach die Tür zu, Klappe zu, wie man das so kennt. Oder halt das Seil so, ich hab's zu nehmen. Das ist so typisches Raubtierverhalten. Also diese erste Verantwortung ist ja so gesehen sehr ähnlich, wenn auch der eine sich weniger wie ein Fluchttier verhalten soll und der andere weniger wie ein Raubtier. Und danach werde ich die jetzt einzeln abkaspern, sage ich jetzt mal, weil die so ein bisschen ineinander übergehen. Beim Pferd kann man das fast schon in einem Satz sagen, ändere nicht die Gangart, ändere nicht die Richtung, achte auf deinen Weg. Also die Verantwortung, wenn ich meine Schüler frage, kennen die eigentlich ziemlich schnell. Wenn ich dann aber frage, was sind denn die gleichwertigen Verantwortungen für den Menschen, haben die auch ziemlich schnell dieses mit dem Raubtier, dass man sich nicht wie ein Raubtier verhalten soll, aber dann ist es bei einigen so, dass es schon schwierig wird. Die zweite ist halt, betrifft die körperliche und emotionale Fitness, wird aber auch in einem Satz ausgedrückt, habe einen unabhängigen Sitz, zügelunabhängigen Sitz könnte man es auch nennen, aber es steckt viel mehr dahinter. Also emotionale Fitness wäre zum Beispiel, wenn man Angst hat, man hat keinen Schalter für Angst, ne? Aber nicht dem Pferd die Verantwortung abgeben, was wirklich Leute sehr gerne machen, dass die erwarten, dass das Pferd das jetzt kompensiert. Weil dass der Mensch Angst hat, geht einfach nicht, ne? Ist nicht im Verantwortungsbereich des Pferdes und mehr als Richtung, Gangart, halten, kann es halt einfach auch nicht auf seinen Weg achten. Und wenn der Mensch da oben total ängstlich ist, dann macht er sein Pferd kirre. Genau gleiches gilt halt für die körperliche Fitness, wo man einfach
Yoga, Sport, alles Mögliche empfehlen könnte. Trampolin springen. Das ist halt, wenn man sich schon am Pferd so hochziehen muss, weil man die körperliche Fitness nicht hat. Weil, wenn man es nicht schafft, vom Gleichgewicht oder vom Entspanntsein im Trab mitzuschwingen, das ist halt auch was, was das Pferd unmöglich ausgleichen kann. Ne? Also, auch wenn es natürlich Ausnahmepferde gibt, die das tun, aber wir können es nicht verlangen, sofern wir denn Natural Horsemanship betreiben. Das, die dritte Verantwortung, denke wie ein Pferd, habe ich am Rande am Anfang schon erwähnt. Das ist einfach, der Mensch denkt geradlinig und das Pferd denkt eher in Bögen. So bewegen die sich auch, wenn die auf uns zukommen. Und dass wir eben nicht zu geradlinig aufs Ziel hinaus steuern, dass wir in kleinen Schritten arbeiten. Die vierte Verantwortung, die da lautet, nutze die natürliche Kraft des Fokus. Wenn man es ganz einfach ausdrückt, dann heißt es einfach, guck beim Reiten dahin, wo du hin willst. Oder bei der Bodenarbeit, wenn ich mein Pferd nach da schicke und guck nach da, kann nicht klappen, ist eine klassische Doppelbotschaft. Ich gucke natürlich auch dahin, wo ich das Pferd hinhaben will. Ganz, ganz wichtig. Aber Fokus ist eben nicht nur hingucken. Man kann manchmal auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so machen kann, einfach so einen Blick irgendwie haben, mein Kopf geht in die Richtung und dann ist der eher schwammig. Oder ich kann wirklich fokussieren oder es innerlich auch wollen, was ich mir so vorstelle. Da gibt es halt auch so einen Ausspruch von Pat Parelli. Und dieser lautet halt, du brauchst Gramm in den Zügeln, du brauchst Kilos in den Beinen beim Reiten und du brauchst eine Tonne Willenskraft. Würde ich auch in diese natürliche Kraft des Fokus einordnen oder sich ein Bild von dem zu machen, was man vom Pferd will. Ich habe mal ein Pferd im Kundenkreis gehabt, es galoppierte immer nur in eine Richtung richtig an und in der anderen Richtung haben sie mir erzählt, oh, ich habe schon alles versucht, alles Mögliche, dies und das und jenes und nie springt es in den richtigen Galopp. Und dann habe ich gesagt, darf ich mal, habe das Pferd genommen und habe vor dem inneren Auge ein Bild von dem richtigen Galopp gehabt, was man dem Pferd schickt und tatsächlich sprang es richtig an. Das mag für manche esoterisch anmuten, ist aber eigentlich nur die Sprache, die Pferde haben, nämlich eine energetische Sprache. Ne? Wir beginnen mit Körpersprache, das sind ja auch diese Sachen, ich gucke auch dahin, aber es wird nachher auch wirklich so mehr so eine mentale Sprache und eine Sprache mit Bildern, wie die sich tatsächlich verständigen, Telepathie. Ist ja bei Pferden auch von Henry Blake in dem Buch Versteh dein Pferd auch nachgewiesen worden. Und zwar geht es darum, dass man einen Job abgibt. Zum Beispiel haben wir das im Natural Horsemanship ja, dass wir unsere Pferde nicht longieren und treiben, 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 trab, 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 sondern dass wir stehen bleiben, den Stick vorne abstellen, an unserem Bauchnabel, auf unsere Gürtelschnalle. Das Seil hinterm Rücken hergreifen zum Beispiel und das Pferd einfach die Kreise ziehen lassen. Wo das Pferd die Aufgabe hat, ändere weder die Richtung noch die Gangart im Natural Horsemanship. Der Pat Parelli, habe ich mal auf der DVD gesehen, war auch mal irgendwann Präsident des Anti-Longier-Clubs. Es gibt natürlich auch gutes Longieren und man kann auch in einem späteren Stadium wieder longieren, aber einfach dem Pferd einen Job zu geben und darauf zu vertrauen, dass das Pferd den Job erledigt und die Verantwortung abzugeben, ist hier das Entscheidende. Jetzt kommt die Geschichte vom Kopierer. Also stellt euch vor, ihr habt einen neuen Job und euer Chef erklärt euch jetzt den Kopierer. Sagt zum Beispiel, so, da machst du den erstmal an, dann kannst du Kaffee kochen, Kaffee trinken, weil der muss erstmal warm laufen, wenn der warm ist. Hier findest du das Papier, da legst du es rein, Vorlage nach unten und wenn alles vorbereitet ist, drückst du den grünen Knopf und dann kommt es da raus. So würde der das erklären. Und der Job ist so einfach, dass ihr den verstehen würdet und am nächsten Tag eigentlich alleine machen könntet. Dann stellt euch mal vor, der Chef stellt sich beim nächsten Mal hinter euch, während ihr da, also an sich den Job gegeben, kopier mal 100 Seiten und dann stellt er sich hinter euch und sagt, und jetzt den grünen Knopf drücken und denkt dran, Vorlage nach unten. Wie würde man sich dann fühlen? Halt, ne? Und wie, würde der Chef noch dazu kommen, seinen eigenen Job zu erledigen, dann könnte er ja gleich selbst kopieren. Die Idee ist halt wirklich, jemandem zu sagen, ich gebe dir 100 Seiten, bis heute Abend sind die kopiert. Sind die bis zu dem Abend nicht kopiert, dann sage ich mal, knallt's. Wenn man in der Probezeit ist, kann das natürlich sein, dass es zu einem Gespräch kommt, wo man sagt, noch einmal. Und dann müssen wir darüber reden, ob wir die Probezeit überhaupt. Ob wir nach der Probezeit noch weiter zusammenarbeiten können. Ist man angestellt, könnte das ein Anlass für eine Abmahnung sein.
Vielleicht, wenn es das zweite Mal passiert, im ersten Mal ist es dann auch ein Gespräch und am Ende erfolgt möglicherweise die Kündigung. Und das ist eben dann auch die Idee, dass ich nicht die ganze Zeit beim Pferd, das kann man beim Reiten natürlich genauso, jeden einzelnen Schritt heraustreibe, das Pferd total nerve. Bei manchen Pferden eher so diese fauleren, bei Pirelli gibt es ja auch diese Horse Identity, Left Rein Introvert, das Pferd ist nicht zwangsläufig faul, aber bewegt sich halt nicht so gerne. Wenn man da die ganze Zeit treibt, dann würde der auch denken, ah, ich bin ranghoch, weil die arbeitet mehr als ich und würde eigentlich langsamer werden. Das habe ich schon tausende Male erlebt. Ich habe es auch schon tausende Male erlebt, dass die Leute mir sagen, das heißt ja bei Paradies Circling Game, Zirkelspiel. Ja, wenn ich im Circling Game bin, dann dreht das Pferd den Hintern rein oder es trabt nicht und sind ganz verzweifelt. Und dann nehme ich das Pferd und weil ich das schon weiß, die Pferde sind ja doch, klar sind die nicht alle gleich, deswegen gibt es ja auch diese Horse Identities, aber in vielen sind sie eben doch gleich. Dann weiß ich schon, ach, das ist bestimmt genervt von dem ständigen Nachtreiben, was ja an sich netter aussieht. Bei mir ist es dann so, ich schicke das Pferd auf den Zirkel, bleib stehen und in aller Regel machen die Pferde das. Und die Leute stehen da manchmal mit offenem Mund und wundern sich, wie hast du denn das jetzt gemacht? Ich habe es dann erreicht, indem ich viel weniger gemacht habe. Wenn aber das Pferd dann, was die manchmal hinterm Rücken auch ganz gerne machen, einfach stehen bleibt oder eben diesen Job ändere, weder Richtung noch Gangart nicht macht, dann muss es eine Konsequenz geben. Und die Konsequenz darf eben nicht dieses Nörgeln sein. Komm weiter, komm weiter, komm weiter, noch einen Schritt. Das ist zum einen Nörgeln, das beantwortet zum anderen die Frage des Wer bewegt wen zugunsten des Pferdes, was lang hoch wird aus seiner Sicht. Und zum anderen, das Pferd ist einfach genervt, genau wie wir genervt werden, wenn der Chef immer sagt, und jetzt den grünen Knopf und jetzt Vorlage nach unten und da kannst du es rausholen und das immer wieder, das ist schrecklich. Manchmal kann man auch an dem Punkt, wo das Pferd die Gangart gebrochen hat, dreimal feste auf den Boden hauen. Also wenn er jetzt hier aufgehört hätte, wenn es dann er ist, dreimal paf, paf, paf auf den Boden, obwohl das Pferd hier schon rumrennt. Und das führt am Ende letztlich dazu, dass das Pferd nicht dazu gebracht wird, irgendetwas zu machen, sondern es führt dazu, dass es das machen will. Und man nennt es auch Spiele, weil dieses, wenn ich da nach hinten haue, in einer Intention sein muss, die ist, ich hab dich, krieg ich dich, ich hab dich sein muss, also ein Spiel. Niemals sollte man ein Pferd treffen oder auch den Bereich neben dem Pferd treffen, wenn man da eine schlechte Energie hat oder schlechte Gedanken. Also nicht im Zorn, nicht aus Frust. Man muss halt souverän lächeln, wenn man diese Phase 4, nennt man das, verhängt. Genau wie der Chef einfach lieb und nett sagt, also wenn ich Ihnen den Job gebe, 100 Seiten zu kopieren, frage ich Sie erstmal, sind Sie krank, geht es Ihnen gut, das fragen wir. Das Pferd natürlich auch grundsätzlich, ist es gesund, ist Voraussetzung für jegliches Training, Osteopath dran, Zahnarzt dran, Tierarzt mal dran, um die durchzuchecken. Aber wenn das dann auszuschließen ist, fragt man vielleicht wirklich, was ist los? Hast du einen schlechten Tag? Sonst klappt es doch immer. Dann kann man auch mal drüber weggehen. Aber wenn man dann sieht, es hat Methode und das Pferd testet mich, weil es Fragen beantwortet haben will. Das wird mein nächstes Video sein. Diese drei Fragen, die Pferdemenschen stellen. Dann mache ich da dieses Spiel raus mit der Phase 4. Ich krieg dich. Und lächelt. Die erste Frage ist die Frage nach dem, bin ich sicher? Und da wäre man ja versucht, wenn ein Pferd unsicher ist, ich bin ganz lieb zu dir und ich streichel dich und du musst vor mir keine Angst haben. Aber da hat man das, diese Frage fehlinterpretiert. Weil im Grunde genommen geht es darum, bei der Frage, bin ich sicher, dass das Pferd den Menschen fragt, bin ich bei dir sicher, kannst du mich beschützen vor einem angreifenden Wolfsrudel, vor einem angreifenden Tiger. Wenn ich als Mensch dem Pferd quasi sage, von mir musst du keine Angst haben, dann ist das ungefähr so, als würde ich meinem Kind sagen, von mir musst du keine Angst haben. Also wir sind jetzt bei domestizierten Pferden, weil die sind ja in aller Regel auch auf Menschen geprägt. Die haben schon als kleines Fohlen mal Menschen gesehen und sei es auch nur, dass der Mensch mit der Mutterstute umgeht und es händelt. Aber ich denke, dass wir auch alle das Fohlen mal berühren. Und also ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Pferd Angst vor Menschen hat, es sei denn, es hat schlechte Erfahrungen gemacht. Und jetzt neigen aber die meisten Leute dazu, alle Pferde so zu behandeln, als wären die schwer traumatisiert. Meine Erfahrung als Horsemanship-Trainerin ist, das ist ein ganz geringer Teil. Die meisten Pferde, die scheuen, die
übergriffig den Menschen wären, die den Menschen rumschubsen oder was es da alles so gibt, sind Pferde, denen die Frage nach dem, bin ich sicher, nicht gut genug beantwortet ist, im Sinne von, ich kann dich vom Tiger beschützen. Und so widersinnig es klingen mag, in vielen, vielen Fällen ist es halt so, dass ich dem Pferd zeigen muss, ich bin tough, ich kann meinen Raum verteidigen. Wenn also das Pferd, und das machen die oft, also auch die Pferde, die im Gelände scheuen, wenn die also in unseren Raum reintreten oder uns auch rumschubsen, auch das kennen wir alle von Hundebesitzern, der Hund schnüffelt da irgendwo rum und der Mensch geht nach rechts und geht nach links und komm und komm, ne, und der Hund hält seine Stellung. Und das machen Pferde auch. Und zum Teil gehen die noch nicht mal in uns rein. Aber dadurch, dass wir sie nicht weggeführt kriegen, bewegen wir uns. Und das gibt dem Pferd quasi die Botschaft, bei dir bin ich nicht sicher. Ich werde da am Ende des Videos nochmal was zu sagen. Ich komme aber jetzt erstmal zur zweiten Frage. Weil die zweite Frage, die Pferdemenschen stellen, beantwortet eigentlich die erste. Und das ist die Frage nach dem, wer bewegt wen. Ich bin ja ein großer Fan von Parelli. Und bei Parelli gibt es dieses Spiel, das Jojo-Game, das Jojo-Spiel. Da kann man das ganz gut, finde ich, mir zeigen. Weil wenn ich den Leuten das Jojo-Spiel schon mal so zeige, die keine Ahnung von Horsemanship haben, dann sagen die, ach, das ist überhaupt kein Problem. Mein Pferd kann rückwärts gehen. Und nehmen das Pferd und gehen mit dem Pferd zusammen rückwärts oder vorwärts, was auch immer. Dann haben wir Gleichstand. Ne? Dann haben sich beide gleich viel bewegt. Und die Frage nach dem, bin ich sicher, ist halt so beantwortet im Sinne von vielleicht ja, vielleicht nein. Ne? Also ist die Frau tough oder ist sie nicht tough? Hat auch viel mit Timing zu tun, wie gesagt. Am Ende werde ich noch ein paar andere Aspekte dazu sagen. Aber wenn ich will, dass das Pferd sich bei mir sicher fühlt, muss ich die Frage des Wer bewegt wen so beantworten, dass ich in der Lage bin, zum Beispiel bei diesem Jojo-Spiel die Füße stillzuhalten und es zu schaffen, aus meiner Position heraus Finger, Handgelenk, Ellbogen, Oberarm für die Fortgeschrittenen unter euch, das Pferd wegzuschicken. Und dann ist es, am Anfang beginnen wir ja im 4-Meter-Seil, später nehmen wir ein 7-Meter-Seil und noch später auch ein Lasso. Und dann ist es halt die entsprechende Distanz von mir weg, wo ich eben gerade stehe im System. Da soll es natürlich erstmal eine Pause kriegen und dann lade ich es wieder ein. Und schon wieder halte ich die Füße still. Bin ich nachher fortgeschritten und habe diese, und ich weiß, ich kann die Frage beantworten, dann darf ich das auch in einem höheren Level mal so machen, dass ich das Pferd auch tatsächlich zugehe und das schicke. Ne? Oder auch, dass ich, wenn ich das dann im Trab mache, dass ich rückwärts laufe, kann ich jetzt gerade nicht, weil da ist ein Schrank. Ne? Aber wenn ich dann rückwärts laufe, sauge ich mein Pferd an. Auch im Zirkelspiel, da hatte ich ja ein anderes Video in dieser Reihe gedreht. Und wenn man das dann aufs Pferd überträgt, dass man stehen bleibt im Zirkelspiel und das Pferd kreist um einen drumherum. Man ist nicht die ganze Zeit am Nörgeln, am Nörgeln, am Nörgeln, bewegt sich genauso viel wie das Pferd, sondern man ist halt in der Lage, ich stehe hier, ich zeig dir, beweg dich. Und wenn das Pferd sich dann nicht bewegt, hatte ich gesagt, statt diesen netten, lieben Nörgeln, mache ich mal einmal knallhart, haue ich mal fest hinter dem Pferd auf den Boden. Also wir hatten, wie gesagt, die Frage, das bin ich sicher, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wer bewegt wen, auf alle Pferde anwendbar. Und die sollte ich als allererstes geklärt haben, bevor ich irgendetwas anderes mache. Und jetzt kommt die dritte Frage. Und die würde ich auch nur dann nehmen, wenn ich in den ersten beiden Fragen klarkomme. Und wenn ich auch das Gefühl habe, dass das Pferd, bei Parelli würde man sagen, Left Brain, linke Gehirnhälfte ist, also er denkt, er selbstbewusst ist. Dann kann man nämlich auch mit dem System arbeiten, Komfort, Diskomfort. Wer von euch schon mal Warwick Schiller guckt, der arbeitet da ganz viel eigentlich mit, ne? Und das Pferd scheut halt, sagen wir mal, vor einem Felsbrocken, wenn ich das Video richtig in Erinnerung habe. Und dann macht er das so, er reitet auf den Felsbrocken zu und ist absolut neutral. Also auf den Felsbrocken zu, ist schön. Und wenn das Pferd dann scheut und bricht nach hinten aus in die andere Richtung, dann macht er kein großes Theater und er zwingt das Pferd auch nicht, wieder zurück zum Felsbrocken zu gehen, sondern er treibt halt einfach die Feste, sondern nörgelt und nörgelt und macht das halt unbequem mit seinen Beinen. Und dann merkt das Pferd halt, je weiter ich von diesem Objekt weg bin, desto unbequemer wird's für mich. Wir reden hier von selbstbewussten Pferden. Für wirklich traumatisierte Pferde, die es eher selten gibt, weniger als ein Viertel, würde ich sagen, gelten andere Regeln. Und ich habe ja gesagt, ich will zu den drei Fragen auch noch was ergänzen.
Und unser Horsemanship funktioniert so eigentlich, dass wir eben mit diesen Spielen auch gucken, welches Spiel ist gebrochen. Also in aller Regel würde ich sagen, wenn ich das Wehrbewicht wehen, das kann halt auch sein, ich verschiebe beim selbstbewussten Pferd die Vorhand. Beim selbstbewussten Pferd ist gerade die Vorhand schwer. Oder beim ängstlichen Pferd, ich schaffe es, die Hinterhand zu bewegen. Dann passiert im Kopf von den Pferden ganz viel. Und immer dieses Wehrbewicht wehen, also es ist, man muss alle 7 Spiele hinkriegen mit dem Pferd. Und dann ändert sich was im Kopf und die haben eine ganz andere Beziehung zu uns und haben so das Gefühl, wie wenn wir in der Wüste sind oder in der Eiswüste, noch besser, nichts zu trinken, nichts zu essen, mit dem Flugzeug abgestürzt. Und dann geht es ja eigentlich nur darum, wie überlebe ich das jetzt hier? Und dann gibt es, sage ich mal, 3 Führungspersönlichkeitstypen bei Menschen, habe ich diese Geschichte, gibt es auch in meinem Buch Pferde vermenschlichen, aber richtig, genau wie die Geschichte von Kopierer. Also das kann man auch in Buchform ganz gut nachlesen, ist auch ein kleines Büchlein, nicht so teuer. Jedenfalls, wir sind in der Eiswüste, haben diese 3 Persönlichkeitstypen. Der eine will die Führung mit Waffengewalt an sich reißen, wollen wir nicht, ne? Mit Brutalität und Einschüchterung. So wollen wir keinen Chef sein und auch keinen Chef haben. Der andere aber, für die den Herrn der Ringe kennen, kennt ihr den, wo das Enting stattfindet. Das ist also so, das sind so Baumhüter, also das sind so halbe Bäume, aber die können gehen und reden. Und die treffen sich, um zu entscheiden, ob sie in den Krieg ziehen. Aber sind die erstmal stundenlang überlegen, ob sie überhaupt diese Frage besprechen wollen. Und derweil wird der Krieg schon verloren. Es brennt quasi, es ist 11:45. Und so einen Führer können wir auch nicht gebrauchen, weil dann würden wir ja verhungern in dieser Eiswüste. Aber, und der Typ sollten wir sein, wenn wir die Frage, das bin ich sicher, gut beantworten wollen. Das hat etwas mit innerer Einstellung und Selbstbewusstsein natürlich zu tun, was wir euch auch lehren in diesen 7 Spielen, dass ihr euer Selbstbewusstsein verbessert, eure innere Haltung verbessert mit der Zeit. Ne? Da gibt es nicht einmal diesen, das ist schon klar, aber genau wie die Pferde sich in ihrer Persönlichkeit entwickeln, entwickeln sich auch die Menschen und das geht Hand in Hand. Also dieser Typ, der ist nämlich so, der weiß, dass er Ahnung hat. Sagen wir mal, der ist Geologe und der sagt, ich bin Geologe, ich kenne mich hier aus. Und wenn da jetzt die Sonne steht, mittags, dann weiß ich halt, dass hier die Stadt ist, weil, was weiß ich, im Süden die Sonne, im Norden ist die Stadt halt, ne? Und da muss er, glaube ich, gar nicht viel machen. Die Leute werden mit ihm gehen, die meisten. Er wird wahrscheinlich auch genau wie eine Leitstute auch sagen, wer mitkommt, kommt mit. Wer nicht mitkommt, der lässt es bleiben. Und so eine Art von Führer oder Anführer, Führungspersönlichkeit möchte ich für mein Pferd sein. Also ein Pferd, was mir gerne die Entscheidung überlässt, aufgrund meines mehr an Erfahrung vielleicht, ne, oder aufgrund der Tatsache, dass ich in dieser zivilisierten Welt mich einfach besser auskenne und einfach die Entscheidung treffen kann. Rennt man jetzt einfach im vollen Galopp über die Autobahn oder auf die Schlucht zu oder lässt man es besser bleiben? Also muss das Pferd schon auf mich vertrauen, sobald wir unseren Reitplatz verlassen. Und da kommen wir jetzt mal zu einem der wichtigsten Punkte und das ist das Timing. Finde ich auch 1000-mal wichtiger als einen guten Reitersitz, der natürlich, wenn der ganz katastrophal ist, das Pferd auch stört. Aber bevor ich irgendeine Selbsthaltung habe, brauche ich doch Losgelassenheit in jeder Reitweise, brauche ich Entspannung. Und diese Entspannung, die das Pferd hat, kann ich im 0, nichts bekommen, wenn ich die Frage des bin ich sicher über die Frage des wer bewegt wen und mein gutes Timing und auch meine adäquate, effektive Phase 4, wo es mal sein kann. Ihr glaubt wahrscheinlich, ihr seid irgendwo in der Großstadt, in der Innenstadt, wenn ich euch jetzt komme mit hast du mal einen Euro, aber eigentlich geht's um Pferde. Und zwar, hast du mal einen Euro, ist was, wo man vielleicht noch sagt, okay, gibt man jemanden. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in der Kölner Innenstadt und da kommt jemand an und sagt, hören Sie mal, ich habe mein Zuggeld vergessen, meine Zugfahrkarte und können Sie mir 10 Euro geben, damit ich jetzt nach Hause komme. Sie kriegen die auf jeden Fall zurück, da macht man sich ja schon wirklich Gedanken, ob man demjenigen trauen kann. Und 10 Euro merkt man schon, vielleicht auch 20 Euro, je nachdem, wonach man gefragt wird. Und da kommt es ja auf die Beziehung an. Wenn man denjenigen kennt oder der sagt, hör mal, wir haben uns doch mal auf der Party gesehen, ich bin der Bekannte von dem sowieso. Ist man eher bereit, diese 10 Euro zu geben, als wenn das jemand Wildfremdes ist? Kommt aber jemand an und sagt, ich habe meine Zugfahrkarte vergessen und mein Geld zusammengezählt, es sind jetzt nur noch 50 Cent oder 1 Euro, die ich brauche. Ob Sie mir damit aushelfen könnten, ich zahle es Ihnen zurück, würde man denken, ah ja, gut, 1 Euro kann ich geben und wenn er weg ist, ist er weg. Und das ist auch das,
was bei Pferden oft ist. Wir wollen so schnell direkt die 10 Euro haben. Wir wollen direkt das Kontingent. Wir wollen gleich, dass das Pferd mit uns alleine ins Gelände geht, was für ein Flugtier eine Wahnsinnsherausforderung ist. Und wundern uns, dass das nicht klappt, sagen wir dann, muss das Pferd durch, es ist widersetzlich. Und viel einfacher könnten wir unserem Pferd und uns das Leben machen, indem wir einfach nur fragen, hast du mal einen Euro? Zum Beispiel, bist du bereit, mit mir von der Reithalle wegzugehen bis an den Waldrand und dann gehen wir zurück und ich setze mich auch noch nicht drauf. Dann kann man dasselbe irgendwann zu den 10 Euro vielleicht auch ausweiten und sagen, können wir bis dahin reiten, du kennst den Weg. Oder das alleine ins Gelände dadurch einfacher machen, indem man es gar nicht von Anfang an verlangt, sondern sagt, wenn mal der Euro ist, dass wir überhaupt mal ins Gelände kommen. Und das Endziel, die 10 Euro, die 20 Euro, die bauen wir Euro für Euro auf. Und wenn wir richtig, richtig klug sind und eigentlich auch richtig schnell sein wollen, dann nehmen wir halt Cent für Cent, um an dieses Ziel zu kommen und überlegen uns halt, wir arbeiten nicht nur kleinschrittig, wir arbeiten noch kleinschrittiger. Das ist halt ganz, ganz wichtig im Pferdetraining und dieses Vertrauen gibt das Pferd euch am Anfang, diesen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Und wenn ihr euch dann ein bisschen besser kennt und wenn ihr euch schon so einige Cents erarbeitet habt, dann ist der 20-Euro-Schein eigentlich geschenkt. Beim Lob sind wir bei Pferden manchmal in einer Geisteshaltung, die gar nicht zum Pferd passt, weil wir sind eigentlich Raubtiere. Wir haben ja auch die Augen nah beieinander und da sieht man so ein bisschen unsere Ursprünge. Beim Hund ist das ähnlich und wenn ich einen Hund lobe, den muss ich erstmal haben. Lucy, komm mal her, Lucy, komm mal hier hin. Wenn ich einen Hund lobe, dann gebe ich was hinzu und sage, toll Lucy, bist du gekommen, das hat sich schön gemacht, super. Und da ist ein Hund, der geht ab wie Schmitz' Katze, sage ich jetzt mal. Wenn ich mein Kind lobe, angenommen der Yannick hätte jetzt in Mathe eine 1 gehabt oder so, dann würde ich vielleicht auch sagen, boah, das hast du echt voll gemacht, ich gebe dir 1 Euro oder 10 Euro oder was auch immer, man gibt dir Süßigkeiten. Als Raubtier gibt man was hinzu. Beim Fluchttier ist das genau andersrum. Und das führt zu vielen Missverständnissen zwischen Pferd und Mensch. Man gibt halt was dazu, das Pferd versteht es noch nicht und empfindet das Lob eigentlich gar nicht als Lob. Ich muss, wenn ich ein Pferd, was ich noch nicht ausgebildet habe, was ich gerade in Ausbildung bekomme, oder wenn ich seiner Natur gerecht werden will, ich muss was wegnehmen. Und lass dann los, wenn ich das Richtige habe. Das war meine Idee, er sollte einen Schritt nach vorne machen. Wir machen jetzt noch eine andere Idee und diesmal sage ich nicht, was ich eigentlich wollte und wir gucken mal, ob der Yannick versteht, was er tun soll. Was war das erwünschte Verhalten? Ich glaube, ich sollte rückwärts gehen. Ganz genau. Er hat versucht, mich zurückzulegen. Genau, er hat Versuche gemacht und als ich nicht losgelassen habe, ich hatte den immer noch am Schlawittchen, das konnte der nicht so gut sehen, wir machen es jetzt nochmal. Ich habe den ja hier gehalten, er hat nicht gewusst, was er tun soll, er hat mir was angeboten. Keins von den Angeboten ist meins. Und hier gehe ich ins Neutrale, nehme was weg. Es ist wie ein Klicker. Und ich brauche den Klicker nicht in der Hand zu haben, der dann Klick macht, sondern ich muss nur die Pause an den richtigen Ort setzen, damit das Pferd weiß, was es tun soll. Wenn das Pferd einmal seine Aufgabe verstanden hat, also ich bin halt Raubtier und werde auch ein Raubtier bleiben, ich habe dieses Verständnis, ich weiß, die Pause ist fürs Pferd wichtig, nutze das auch, aber ich kann natürlich trotzdem auch mal sagen, was ist das, was so toll gemacht wird? Und da die Man kennt sich ja irgendwann, dann haben die das irgendwann gelernt, spüren auch die positive Energie, dass die auch mit einem Lob zurechtkommen, wo man was hinzugibt. Beim Thema Lob abschließend noch, viele loben ihre Pferde ja so, das kommt, da geht ja auch weg, das kommt aus dem Militär, da hat man den Pferden nicht gesagt, komm, streichel dein Pferd und die nachher in den Tod geschickt. Aber wir sind ja nicht im Krieg und wenn wir unser Pferd über Lob streicheln wollen, dann ist das so besser. Ist, wir haben eine Beziehung, seit 20 Jahren, so alt ist er, das ist ja mein Sohn. Aber wenn ich jetzt hier sowas mache, findest du das angenehm? Nee. Genau, und wir haben ja eine Beziehung und viele Leute gehen zu wildfremden Pferden hin und tatschen denen im Gesicht rum. Wenn man ein Pferd nicht kennt und man nicht die Erlaubnis vom Pferd hat,
immer an der Schulter zuerst berühren. Das ist angenehmer, oder? Das ist auf jeden Fall besser. Ja, es ist einfach übergriffig, ne? Stellt euch mal vor, irgendwer brandes Korn an und tatscht euch im Gesicht rum. Wenn ich vom Pferd die Erlaubnis bekomme, im Gesicht zu touchen, dann sieht das ist meine Nase. Genau, dann sieht das so aus, der Horst. Und wenn euch das Video gefallen hat, erzählt euren Freunden davon. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.